Gewalt und Sexualstraftäter angewandt wird, ist es längst Realität, dass Handfändler, dass gegen Handfändler und Drogenhändler Sicherungsverwahrung angeordnet wurde. Durch eine Mauer namens Betäubungsmittelgesetz. Liebe Leute, diese Mauer
Ein kleiner Rest, die Polizeischikane geht weiter und weiter. Wie ihr seht, wurden alle Paradewagen des Abschlussgeländes verwiesen, obwohl wir angemeldet hatten, dass sie hier noch 4 Stunden, 6 Stunden Musik machen sollen. Ach ja, manche Sachen würde ich auch gerne sagen dürfen. Bevor wir uns hier weiter mit unappetitlich riechenden Körperöffnungen beschäftigen, machen wir es mal ganz kurz. Wir haben hier viel vorgehabt, das meiste davon geht nicht, aber wir haben ein saugeiles Bühnenprogramm und hier gibt es jetzt noch bis 22 Uhr abwechselnd Reden und Live-Musik. Wenn ich mich manchmal so alt fühle, vor allem nach diesem Tag heute hier, der viel mehr Ärger und Stress mit sich gebracht hat, als wir eigentlich erwartet haben, als wir mit gerechnet haben und eigentlich auch, als es in irgendwelchen Verhältnissen ist. Nichtsdestotrotz freue ich mich riesig, hier tausende fröhlicher Gesichter zu sehen. Tausende mutige Menschen, die bereit sind, ihr Recht auf Demonstrationen wahrzunehmen. Menschen, die bereit sind, in dieser Demokratie mitzuarbeiten. Menschen, die ihr Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen. Und das, obwohl es hier einem nicht sehr leicht gemacht wird. Auf noch keiner Hanfparade gab es gewaltige Ausschreitungen. Trotzdem sehen wir auf jeder Hanfparade eine Menge Polizisten, brachial geschützt in Plastikkappen und Uniformen. Als wenn unser böser Blick sie schon verletzen könnte. Das ist ein Mundgeruch. Und es wirkt natürlich auch unheimlich einladend, wenn man als einfacher People gegenüber so einem martialisch aufgebauten Wachtmeister steht, der einem einfach nichts zulässt. Wo man völlig machtlos und handhabungslos vorsteht, der einfach sagt, nee,